Guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Finanzen.net-Webinar. Heute geht es um das Thema systematisches Trading mit Chartmustern und Swing-Trading-Strategien mit der Finanzen.net-Chart-Analyse-Software. Wir zeigen Ihnen, was man unter systematischem Trading und insbesondere den Begriff Swing-Trading versteht und welche Signale und Tools der Finanzen.net-Chart-Analyse-Software man nutzen sollte, um aussichtsreiche Trading-Ideen zu finden. Zur Orientierung stellen wir Ihnen unsere beiden Angebote, zum einen die Software und zum anderen das Live-Trading einzeln vor und werfen dabei auch einen Blick auf die aktuelle Lage am Aktienmarkt. Durch das Webinar führt Sie heute neben meiner Person Herr Simon Bettschinger. Er ist Profi-Trader und verantwortlicher Head-Trader des Live-Trading in der Finanzen.net-Chart-Analyse-Software. Mein Name ist Martin König. Ich bin Hauptentwickler der Software und verantwortlich für die computergestützte Umsetzung von Handelssignalen und Strategien. Zunächst einige Hinweise zur Technik und Durchführung des Webinars. Während des Webinars sehen Sie unseren Bildschirm. Um nicht nur einen Ausschnitt um den Mauszeiger, sondern den ganzen Bildschirm angezeigt zu bekommen, klicken Sie auf die Einstellung Bildschirmausschnitt einpassen unterhalb der Anzeige. Eine Vollbildanzeige ist ebenfalls möglich. Klicken Sie hierzu rechts oben auf Vollbild. Während des Webinars läuft ein Chat, in dem ich Sie gerne zur aktiven Teilnahme einlade. Am Ende des Webinars beantworten wir gerne Ihre Fragen aus dem Chat. Außerdem wird dieses Webinar aufgezeichnet. Ab circa morgen Mittag steht dieses dann auf unserer Website zum nochmaligen Anschauen zur Verfügung. Werfen wir nun einen Blick auf die Finanzen.net-Chart-Analyse-Software. Die gesamte Software läuft innerhalb des Browsers. Eine lokale Installation auf Ihrem PC oder Mac ist nicht notwendig. Wir empfehlen zur problemlosen Nutzung die aktuelle Version des Firefox, des Safari oder des Chrome-Browsers, wobei der Internet Explorer auch funktioniert. Somit können Sie die Software auf jedem System, Betriebssystem nutzen. Beginnen wir das Webinar auf der Startseite der Software. Von hier aus haben Sie Zugriff auf alle Oberflächen und Tools. Im linken Bereich finden Sie hierzu Links zu allen Bestandteilen der Software. Als erstes steht dort das neue Trading Desk, welches wir Ihnen heute ausführlich erläutern möchten. Darauf folgen die Links zum Trade Scanner und Chartsignale-Ticker. Hier geht es um aktuelle und vergangene Signale, übersichtlich chronologisch aufgelistet und ausgewertet. Hier als Beispiel Signale nach dem Candlestick Hammermuster. Der Chart-Signale-Ticker zeigt Ihnen alle Signale, die im Laufe des Handelstages auftreten, in Echtzeit im Moment des Auslösens an. Der Ticker sowie alle anderen weiteren Oberflächen aktualisieren sich selbstständig, sodass Sie den Markt jederzeit im Blick haben. Darunter kommt der Link zum Trading Channel, welcher zu den aktuellen Beiträgen unserer Trader im Live-Trading führt. Das, was sich hinter diesem Link verbirgt, ist der Bestandteil unseres Angebotes Live-Trading für 49 Euro im Monat. Auch dies stellen wir Ihnen gleich noch ausführlich vor. Gefolgt wird der Trading-Channel von unserem Tutorial-Bereich, in dem wir zu allen Signalen und Strategien Anleitungen und Informationen zum Nachlesen zusammengefasst haben. Sie finden den Link einmal hier links, aber auch nochmal hier oben in der Hauptnavigation. Die folgenden drei Punkte sind spezielle Oberflächen, welche wir entwickelt haben, um in besonderen Marktphasen die interessantesten Aktien auf dem Schirm zu haben. So wird die Rebound-Matrix in panischen Marktphasen genutzt, um Aktien zu erkennen, die innerhalb weniger Stunden und Tage deutlich an Wert verloren haben. Dieses Tool haben wir in den Panikmonaten August und September des letzten Jahres häufig genutzt, um starke Übertreibungen zu erkennen und kurze Rebound-Trades durchzuführen. Daher auch der Name Rebound-Matrix. Die Momentum-Breakout-Matrix ist dagegen ein Instrument, das für Bullenmärkte gedacht ist, wie wir sie im Augenblick erleben. Die Matrix listet alle Aktien auf, die sich nahe oder am 52-Wochenhoch befinden. Damit erkennt man die Highflyer, also die Aktien, die die gute Marktphase als erste annehmen, sofort.
Auf der rechten Seite oder im rechten Bereich der Startseite der Software fassen wir für Sie alle wichtigen Daten des Tages zusammen. Zunächst werden die aktuellen Beiträge des Live Trading aufgelistet. Dann sehen Sie die Trefferquoten der Strategien, die derzeit am besten am Markt funktionieren. Wir werten jedes Signal nach seinem Auftreten aus und verfolgen es, ob es sich in den nächsten Tagen danach erfolgreich entwickelt. Diesen Erfolg fassen wir in einer Trefferquote zusammen. Diese Quote kann zwischen 0 und 100% schwanken. Leider gibt es keine Strategie, die jederzeit funktioniert. Daher ist unser Motto: Handle die Chartsignale, die gerade besonders gut funktionieren. Derzeit werden ausschließlich Long-Signale angezeigt. Dies war jedoch bis vor 2, 3 Monaten noch ganz anders. Besonders möchte ich hier auf das Top-Signal nach Mark Revalant hinweisen, welches wir uns gleich noch im Detail ansehen werden, als ein Beispiel für ein Swing-Trading-Signal. Darunter folgt eine Auflistung von Aktien, die ihre Signale in den letzten Tagen sehr gut angenommen haben. Sowohl einmal Bullenaktien, also Aktien, die ihre Kaufsignale aktiv bestätigt haben, und zum anderen aber auch Bärenaktien, das heißt Aktien, die ein Verkaufssignal aktiv angenommen haben. Was sich hier genau dahinter verbirgt, können Sie auch in unseren Tutorials nachlesen. Nach diesem sehr allgemeinen Überblick über die Finanznet Chart Analyse Software möchten wir uns nun zwei Bereichen intensiv widmen. Zum einen zeigen wir Ihnen die Funktionsweise des Trading Desk und zum anderen werden wir gleich noch ausführlich über unser Vorgehen im Live-Trading berichten. Das Trading Desk ist der erste Link hier oben. Wenn man das Trading Desk öffnet, öffnet es sich in dieser Grundkonfiguration. Sie sehen hier drei Fenster, die Sie frei auf Ihrem Desktop bewegen können. Hier oben ist die Zusammenfassung der 30 DAX-Aktien in einer klassischen Kursliste. Aber als Neuerung oder als Besonderheit gibt es eine Spalte mit den Signalen, welche für die einzelnen Aktien heute ermittelt worden sind. Hier drunter habe ich noch eine weitere Kursliste mit den deutschen Small Cap Aktien. Auch diese lässt sich verschieben und nach Bedarf, wenn man sie auch nicht mehr braucht, schließen. Dieser Kasten ist der Signale-Ticker, den ich gerade schon mal kurz erwähnt habe und auch an anderer Stelle schon gezeigt habe. Der Signale-Ticker ist ein Fenster, wie alle anderen auch, welches Sie frei auf Ihrem Trading-Desk positionieren können. Und der Signale-Ticker zeigt im Laufe des Handelstages in Echtzeit die aufgetretenen Signale an. Sie sehen hier, das letzte Signal stammt von heute 17.36 Uhr und die da vorangegangenen Signale sind hier chronologisch sortiert. 17.35 Uhr geht es dann weiter bis heute Mittag. Sie können sich zu jedem Signal auch den passenden Chart anzeigen lassen. Hier ist ein Signal bei der Aktie von Amadeus Fire aufgetreten. Es wurde ein langfristiger Abwärtstrend gebrochen. Ich habe auf das Chart oder auf das Signal, auf das Chart-Symbol geklickt. Daraufhin ist eine Box aufgegangen, die ich auch wieder frei positionieren kann, in der das entsprechende Chartbild hinterlegt ist. Man sieht hier in der blauen Linie eine Trendlinie. Das ist die lange, langfristige Abwärtstrendlinie, die heute gebrochen worden ist. Ich wechsle mal in einen etwas längerfristigen Zeitrahmen, dann sieht man auch, wie sich diese Linie gebildet hat. Die Grundfunktion der Finanzen der Chartanalyse-Software ist genau nach diesem Prinzip aufgebaut. Die Software soll als aktive Unterstützung dienen für den Trader, Chartsignale auf einfache und gut bedienbare Art und Weise zu finden. Sie müssen selber nicht mehrere hundert Aktien durchsuchen nach solchen Signalen, sondern bekommen diese auf einen Blick in einem Ticker oder auch in einem anderen weiteren Tools aufgelistet. Das Trading Desk hat hier oben eine Hauptnavigation. Sie können zum einen die Konfiguration Ihres Trading Desks speichern, sodass Sie beim nächsten Aufrufen des Desks nicht wieder alle Fenster in die richtigen Positionen schieben müssen, sondern Sie können sich Ihr Trading Desk zusammenstellen und dann diese Konfiguration speichern. Der zweite Punkt sind die klassischen Kurslisten. Über die DAX 30 Werte und TecDAX und so weiter können Sie sich die Zusammenstellung des deutschen Marktes selber auf dem Desktop zusammenziehen. Es besteht hier auch die Möglichkeit,
eigene Listen anzulegen, eine eigene Watchlist anzulegen, um dort interessante Aktien zum Beispiel hineinzulegen. Der nächste Punkt ist der Punkt Scans. Unter Scans verstehen wir Suchmuster, die wir auf Aktien anwenden. Als Beispiel sei hier mal das Bollinger Band genannt. Ich möchte zum Beispiel wissen, welche Aktien am deutschen Aktienmarkt derzeit über oder unterhalb des Bollinger Bandes notieren und das auf einen Blick. Ich gehe heute mal nach diesem sehr positiven Tag bewusst auf den Kasten unter Bollinger Band. Und zwar möchte ich wissen, welche der vielen Aktien notiert unterhalb des Bollinger Bandes und bekomme jetzt nach diesem sehr bullischen Tag auch nur eine Aktie angezeigt. Das ist Morphosis AG. Und ich kann mir dazu den passenden Chart gleich anzeigen lassen. Und wie man sieht, die Aktie notiert seit 3, 4 Tagen schwächer. Und ich habe hier gezielt die Information, dass mit dieser Aktie irgendetwas los ist oder mit diesem Unternehmen irgendetwas los ist und ist außergewöhnlich unterhalb des Bollinger Bandes notiert. Nach diesem Muster sind alle Scans aufgebaut. Wir haben Candlestick-Scans, die Bollinger wie gerade genannt. Wir haben Momentum-Scans, um Aktien zu finden, die mit besonderem Momentum auf neue Hochs hinlaufen. Dazu haben wir Intraday-Impuls-Scans, die analysieren, welche Aktien auf sehr kurzen Zeitrahmen, wie zum Beispiel 15 oder 60 Minuten, stark steigen oder stark fallen. Auch hier wieder der Hinweis, da diese Listen sich selber aktualisieren, kann man ein solches Fenster einfach öffnen, auf seinem Desktop positionieren und den ganzen Tag verfolgen. In den Near-High-Listen werden Aktien zusammengefasst, die nahe ihrer Hochs notieren, von 4 Wochen über 12 Monate. Auch können wir alle Aktien anzeigen lassen, die heute ein 52-Wochen-Hoch gebildet haben. Im Gegensatz zu den Scans, die uns Aktien zeigen, die in einem gewissen Zustand und einer gewissen Formation sind, haben wir eine Vielzahl an Handelssignalen. Unter Handelssignalen verstehen wir Aktien, die zum Beispiel an eine Linie heranlaufen, die eine Keilformation bilden und aus der wir für das Handelssignal eine definitive Kursmarke berechnen können. Das heißt, wenn die Aktie XY über 100 Euro geht, dann wird wirklich auch diese Linie gebrochen. Und das ist dann die klassische Definition eines Handelssignals, wo wir wirklich einen Kurs festlegen können. Wir haben das Candlestick-Hammer-Muster, um wirklich zu erkennen, ob Aktien, nachdem sie einen Hammer gebildet haben, dann auch über das Tageshoch hinausgehen. Wir haben Trendlinien als Long- und als Short-Signal. Sprich, das ist nichts anderes als Widerstandslinien, die durchbrochen werden. Das wäre dann ein Long-Signal, beziehungsweise Unterstützungslinien, unter die eine Aktie fällt, als Short-Signal. Wir haben Keilformationen, einmal in steigender Art, symmetrischer Art und fallender Art. Ich klicke mal hier drauf. Jetzt habe ich mir eine Box geöffnet, um mir zeigen zu lassen, welche Aktien sich gerade in einer solchen Keilformation befinden. Wir unterscheiden grundsätzlich einmal in die Signale und in die Kandidaten. Signale sind Aktien, die diese Keilformation schon verlassen haben, das heißt, das Signal ausgelöst haben. Dementsprechend steht hier vorne eine Uhrzeit. Um 9:16 Uhr ist etwas bei Klöckner passiert, um 9:18 Uhr ist etwas bei der Aktie von R. Stahl passiert. Auch hier kann ich mir anzeigen lassen, den Chart mit dem entsprechenden Keil. Wir haben hier einmal Klöckner und sehen hier unten die untere Seite des Keils und hier die obere Seite des Keils und heute das Ereignis, dass diese Aktie aus diesem Keil herausgegangen ist. Oder auch auf der anderen Seite R. Stahl. Hier wird das noch ein wenig deutlicher. Hier ist der Keil wesentlich spitzer. Einmal die untere Begrenzung und die obere Begrenzung. Hier sieht man, dass diese Aktie in den letzten Tagen mit dieser oberen Begrenzung ein wenig gekämpft hat und dann heute über diese Linie gesprungen ist und heute schon bei der Eröffnung über dieser Linie war. Dementsprechend ist das Signal heute schon um 9:18 Uhr erkannt worden. Alle Marken sehen Sie auch nochmal hier. Die WKN, die Aktie, welcher Kursmarke überschritten worden ist, also bei Klöckner, diese 11,76 € sind genau die Marke der oberen Begrenzungslinie des Keils, die durchbrochen worden sind. Die letzte Kursindikation lag bei 11,92 €, also darüber. Die unteren Punkte sind die sogenannten Kandidaten.
Das sind Aktien, die sich noch innerhalb eines solchen Keils befinden, das Signal aber noch nicht auslösen konnten. Hier ist einmal Vodafone aufgelistet worden. Wir sehen hier die obere Begrenzung und da die untere Begrenzung. Und die letzte Candle befindet sich noch komplett innerhalb des Keils. Das heißt, es liegt noch kein aktives Signal vor. Nichtsdestotrotz taucht es hier bei Kandidaten auf. Es wird angegeben, es fehlen noch 1,6% Kursperformance, um dann wirklich das Signal auszulösen. Auch hier die Marke 12,13, der letzte Kurs mit 2,12 darunter. Ähnliches bei der Roch Holding. Wir haben ja eine sehr lange untere Begrenzung und eine obere Begrenzung und auch hier liegt der Aktienkurs noch innerhalb des Keils. Diese Aufteilung in Signale und Kandidaten haben wir bei allen Handelssignalen. Das bedeutet, Sie können ein Handelssignal im Laufe des Tages verfolgen und gucken, ob es wirklich ausbricht oder ob dieses Signal, ob die Aktie über einen Widerstand ausbricht und somit zum Beispiel ein Signal auslöst oder ob die Aktie noch darunter verweilt. Somit ist es Ihnen zum Beispiel möglich, auch Trades in den Markt zu legen, mit Stop-Buy-Orders zum Beispiel, um dann im Falle eines Bruchs einer Trendlinie wirklich dabei zu sein. Sie können also damit Ihre Trades vorbereiten und werden nicht nur im Nachhinein darüber informiert, ja, das wäre Ihr Signal gewesen. Sie können sich das alles hier oben auch nochmal als Charts anzeigen lassen. Das heißt, Sie bekommen alle 5 Charts jetzt in diesem Falle auf einen Blick dargestellt, um sich einen Überblick zu verschaffen, in welcher Situation gerade diese Aktie ist. Und zu jedem Handelssignal gibt es eine Chronologie über die vergangenen Signale der vergangenen Tage. Hier vorne in der ersten Spalte sieht man das Datum. Das geht dann hier über den 17.02. zurück, über den 16.02. Das heißt, das sind alle Keilformationen der letzten Tage. Nochmal mit der Kursmarke und man kann sich den passenden Chart dazu nochmal anzeigen lassen. Hier ist die untere Begrenzung des Keils, hier war die obere Begrenzung des Keils und hier ist die Aktie dann über die obere Begrenzung hinausgegangen und entwickelt sich seitdem sehr gut. Deswegen haben wir dieses Handelssignal auch markiert, einmal mit einem Haken. Dieser grüne Haken bedeutet, ja, dieses Signal ist noch aktiv. Aktiv heißt, dass der Kurs in diesem Fall nicht wieder zurückgekommen ist und in den Keil hineingefallen ist, dann wäre das Signal nicht mehr aktiv. Und wir begeben sogar hier ein Sternchen quasi als Auszeichnung dafür, dass diese Aktie sich wirklich sehr gut entwickelt und dieses Signal voll annimmt. So hat man auf einen Blick die Information, ob das Signal Keil oder Ausbruch aus einem Keil im Augenblick wirklich funktioniert und von den Aktien im Allgemeinen angenommen wird. Diese Chronologie geht sehr weit zurück und man kann hier sich im Nachhinein nochmal alle Signale in Ruhe ansehen. Der letzte Punkt hier oben ist der Signale-Ticker. Das ist dieses Fenster, was hier geöffnet ist. Das gehört eigentlich immer zur Grundkonfiguration dazu des Trading Desks. Das kann ich einfach laufen lassen und gucken, was im Laufe des Tages passiert. Mit meiner Liste, die ich hier gerade so frei über meinen Desktop bewege, kann ich nun füllen mit Aktien aus den anderen Bereichen. Ich kann sagen, okay, aus dem DAX möchte ich gern die ein oder andere Aktie beobachten. Dann kann ich diese über einen Drag-and-Drop-Mechanismus in meine Liste ziehen. Diese Liste wird selbstverständlich mitgespeichert. Das heißt, wenn ich mein Trading Desk hier dann über das Speichern klicken speichere, dann erscheint auch meine Liste wieder an dieser Position mit genau den Aktien drin, die ich dort hineingeschoben habe. So kann ich zum Beispiel auch dann im Signale-Ticker gucken, welches Signal hat mir denn besonders gut gefallen, welche Aktie möchte ich denn weiterhin verfolgen. Dann sehe ich hier zum Beispiel bei ProSieben hat unser System eine Unterstützungslinie gefunden, mit der die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG, ich sage jetzt mal ein wenig, kämpft und heute sie ganz knapp auch unterboten hat. Und wenn ich diese Aktie nun weiter verfolgen will, dann kann ich diese in meine Liste ziehen . So, jetzt aber, da unten in der Liste ist sie gelandet, Vorführeffekt. Und so kann ich mir meine eigene Watchlist zusammenklicken.
Das ist der eine Bestandteil oder einer der Bestandteile der Finanzen.net Chart-Analyse-Software. Zum anderen möchten wir Ihnen heute zeigen, das, was man unter dem Live-Trading versteht. Das Live-Trading finden Sie von dieser Startseite ausgehend einmal über den Link hier oben oder den Link auf der linken Seite. Und das Live-Trading ist der redaktionelle Anteil der Software. In dem Live-Trading verfassen unsere Trader und Redakteure mehrfach täglich Meldungen zum Aktienmarkt, zeigen, welche Tools man zu welcher Zeit handeln sollte, schreiben dazu Meldungen, führen in diesem Rahmen auch ein Musterdepot. Dieses Musterdepot können Sie hier unten links ansehen. Sie sehen hier die Performance-Kurve. Das Musterdepot gibt es seit August 2010. Der letzte Beitrag ist von heute, 20.02., heute Mittag geschrieben. Und zwar geht es um den Commerzbank-Trade, der in unserem Musterdepot eröffnet worden ist. Dort heißt es zum Beispiel, dass der Commerzbank-Trade im Augenblick sehr gut nach unserem oder nach einem bullischen Muster verläuft. Die Aktie hat ein Momentum-Impuls gebildet. Das ist eine Formation, die wir entwickelt haben, eine Kursverlaufsformation. Und das hat zum einen unsere Software ermittelt und zum anderen wird es halt von unseren Trainern und Redakteuren jetzt aufgenommen und bewertet. Und die kommen zum Schluss, ja, wir gehen dort einen Trade ein, wir verfolgen diesen Trade auch weiter und überlegen, welche Ursachen dieser Kursverlauf haben könnte. Es wird hier geschrieben, der initiale Anstieg von 1,40 auf 2 wurde von einem sehr hohen Handelsvolumen begleitet. Die Korrekturtiefs innerhalb der Konsolidierung sind ansteigend. Die Aktie nimmt jeden positiven Marktimpuls sofort auf. Also wirklich ein perfektes, bullisches Muster. Und die Geschichte, die dahinter steckt, sind halt die massiven Interventionen der EZB zugunsten der Banken. Es geht halt darum, dass die Banken sich zu 1% bei der EZB Geld leihen können. Am 28. Februar liegt ja oder steht ja der nächste große Tender, wie man das so schön sagt, dann ins Haus. Dies ist die aktuelle und letzte Meldung und hier bekommen Sie in einer Auflistung alle Meldungen angezeigt, die unsere Redakteure verfasst haben. Diese Meldungen können Sie sich auch gerne per E-Mail sofort zusenden lassen, eventuell dann auch direkt auf Ihr iPhone oder Smartphone weiterleiten lassen, um jederzeit informiert zu sein. Wir unterscheiden noch in zwei Bereiche bei dem Live-Trading. Das eine ist der Live-Trading-Ticker. Dies sind Meldungen, die mehrfach am Tag kommen und ungefähr so aussehen wie jetzt beispielhaft diese hier. Es geht also um drei oder vier Zeiler um eine konkrete Aktie oder ein konkretes Signal, welches besprochen wird. Und zum anderen haben wir auch mehrfach wöchentlich einen ganzen Report über aussichtsreiche Aktien. Dort wird im längeren Maße darüber geschrieben und dargestellt, was im Markt gerade passiert. Der letzte ist hier vom 16.02. Fünf Top-Picks am deutschen Markt. Das heißt, längere Berichte hier zum Beispiel über Celesio. Es wird auch einmal auf die Chartformation bzw. auf den Chartverlauf selber eingegangen und man bekommt eine Reihe von Hintergrundinformationen, was gerade bei diesen Unternehmen ansteht, welche Meldungen dahinter stehen, die zu diesem Kursverlauf führen. An dieser Stelle möchte ich nun Simon Betschinger zum Webinar hinzubitten. Simon ist Head Trader und Verantwortlicher für die Inhalte des Live Trading. Unter anderem ist er mitverantwortlich für das Musterdepot, was wir hier führen. Nochmal die im Augenblick sehr beeindruckende Performance-Kurve von August 2010 an über 2011. Wir sind jetzt gerade angekommen bei einer Performance von 108%. Simon, grundsätzliche Frage an dich, was jetzt das Live-Trading angeht. Welche Strategie verfolgst du eigentlich grundsätzlich im Live-Trading? Ja, hallo Martin. Du hast mich gefragt, Martin, was den Erfolg im Live-Trading-Service ausmacht. Und ich komme ja gerne direkt auf den Punkt, darum sage ich gleich unsere Regel Nummer 1. Die Regel Nummer 1 lautet, handle diejenigen Signale, die gerade am besten funktionieren. Ich wiederhole noch einmal, handle diejenigen Signale, die gerade am besten funktionieren. Es gibt eine Vielzahl von Handelsstrategien für alle möglichen Marktphasen.
Es gibt prozyklische Momentumstrategien, es gibt Trendfolgeansätze, es gibt Rebound-Strategien, es gibt Swing-Trading-Strategien oder es gibt antizyklische Mean-Reversion-Strategien. Jede dieser einzelnen Methoden hat ihre Berechtigung in einer bestimmten Marktphase, aber keine davon ist jederzeit und immer zugültig. Also, wo waren wir gerade stehen geblieben? Genau, ich habe erzählt, dass jede Strategie oder jedes Handelssignal in bestimmten Marktphasen seine Berechtigung hat. Es wäre natürlich verlockend, wenn man einfach eine Chartformation auswählen und dann den Computer automatisiert handeln lassen könnte. Das wäre eine schöne Gelddruckmaschine. Auf lange Sicht, von 10 bis 20 Jahren, läuft in effizienten Märkten eigentlich jedes Chartmuster relativ genau auf eine Trefferquote von 50%. Das entspricht genau der Vorhersage, die Eugene Farmer 1965 in seinem berühmten Artikel Random Walks in Stock Market Prices machte. Er hatte ja dafür auch den Nobelpreis bekommen. Was unsere Chance ist zu gewinnen, ist, dass wir festgestellt haben, dass bestimmte Chartmuster über längere Zeiträume hinweg, also von über Zeiträume von einigen Wochen bis zu einigen Monaten, konstant hohe Trefferquoten aufweisen. Das ist unsere Chance, um systematisch profitabel zu handeln. Und darum wird jetzt auch noch einmal die TraderFox-Philosophie deutlich. Handle diejenigen Signale, die gerade am besten funktionieren, bedeutet, wir werten die Handelssignale statistisch aus und traden dann systematisch und konsequent die Signale, die im aktuellen Marktumfeld eine hohe Trefferquote versprechen. Genau, an der Stelle nochmal zur Erinnerung, wir hatten ja auf der Startseite der Software gleich die Trefferquoten gesehen. Dort listen wir immer die Top 5 Trefferquoten auf. Im Augenblick durchwegslos Bullensignale, aber wie gesagt, bis vor 2-3 Monaten sah das noch ganz anders aus. Und so kriegt man einen sehr guten Überblick, in welcher Marktphase wir uns gerade befinden und welche Signale stumm funktionieren und nicht funktionieren, damit man nicht blind Signale tradet, die im Augenblick sowieso keine Aussicht auf Erfolg haben. Wie ist denn deine aktuelle Markteinschätzung? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns zunächst einmal an, was die Triebkräfte des aktuellen Marktaufschwungs sind. Wichtig ist, dass man versteht, was den Markt eigentlich so stark bewegt hat. Die Rallye wurde ganz klar von der EZB eingeleitet. Nicht von Angela Merkel oder einem anderen Politiker, auch nicht von der EU-Kommission durch irgendeine politische Entscheidung, sondern es war ganz klar die EZB, die für eine Lösung der Schuldenproblematik gesorgt hat. Am 20. Dezember hat die EZB ihren ersten 3-Jahres-Tender vergeben. Oder es war am 21. Dezember. Aber bereits am 20. Dezember sind die Anleiherenditen von Spanien und Italien in Auktionen deutlich gesunken. Was war der Grund dafür? Die EZB sagt zu den Banken, ihr könnt euch Gelder zu 1% aufnehmen und dann irgendwo anlegen in Staatsanleihen. Und das haben die Banken natürlich in einem Volumen von fast 500 Milliarden Euro gemacht. Und diese EZB-Intervention war der initiale Impuls, der diesen Bullenmarkt im Endeffekt angeschoben hat. Auch ein ganz wichtiger Punkt jetzt im Marktverlauf war der 10. Januar, als Alcoa eigentlich relativ schlechte Zahlen gemeldet hat. Wie haben die Kurse auf die schlechten Zahlen reagiert? Der Markt ist gestiegen. Und das hat uns einfach gezeigt, dass in den Kursen bereits ein relativ großer Grad an Pessimismus drin ist. Ein ähnliches Phänomen war am 13. Januar, als S&P, Standard & Poor's, die große Ratingagentur, in einem Rundumschlag, ich glaube 7 oder 8 EU-Staaten nach abgestuft hat, darunter auch Frankreich, die ihr AAA-Rating verloren haben. Wie hat der Markt darauf reagiert? Er ist weiter gestiegen. Und wenn man sagen kann, dass die EZB-Intervention der erste Baustein auf dem Weg zur Lösung der Schuldenkrise war, dann war der zweite Baustein am 31. Januar der Fiskalpakt. Wenn die Notenbanken Geld drucken, kann das natürlich zu Inflation führen. Es führt aber nur dann zu Inflation, wenn dieser Prozess des Gelddruckens auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden muss. Aber durch den Fiskalpakt, der vorsieht, dass sich die Staaten maximal zu 0,5%
des BIPs verschulden dürfen, besteht die Hoffnung, dass die Schuldenkrise im Endeffekt gelöst wird. Die EZB druckt Geld, dadurch können die Staaten ihre neuen Anleihen finanzieren und gleichzeitig sorgt der Fiskalpakt dafür, dass sich die Verschuldung ab sofort in Grenzen hält und dass die relative Schuldenlast, also Schuldenstand, im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt stetig absinkt. Das ist im Endeffekt die jetzige Situation, mit der wir konfrontiert sind und die wir genau so auch im Live-Trading gehandelt haben. Also ich habe jetzt nicht einfach im Nachhinein die schönen Pfeile in den Chart gemalt, die man am Musterdepot vorher gesehen hat, sind wir genau aus diesen Argumenten heraus long gegangen. Jetzt ist die ganz spannende Frage, wie geht es weiter? Man sollte einen Trend nie in Frage stellen, ohne dass es dafür klare Hinweise gibt. Trader machen generell oft den Fehler, dass sie aus einem starken Preisanstieg in den Indizes ein großes Korrekturpotenzial ableiten. Es ist jedoch empirisch bewiesen, dass der Markt kein Gedächtnis hat. Das heißt, nach einem starken Preisanstieg in einem Index Short zu gehen, verspricht keine höhere Renditeerwartung, als zu irgendeinem anderen beliebigen Zeitpunkt Short zu gehen. Das ist erstmal, wenn ich das sage, vermutlich komplett gegen die Intuition. Man würde mit etwas anderem rechnen. Es sind aber wissenschaftliche Auswertungen, die genau diesen statistischen Sachverhalt bestätigen. Wir müssen uns zwei Dinge beim Trading merken. Allein die Tatsache, dass eine Aktie stark gestiegen ist, rechtfertigt nicht ihren Verkauf. Und die zweite Sache, die wir uns merken müssen, aus einem starken Indexanstieg lässt sich nicht per se ein größeres Korrekturpotenzial ableiten. Was bedeutet das für unsere Vorgehensweise im Live-Trading? Wir verhalten uns also nach wie vor wie in einem Bullenmarkt. Wir gehen davon aus, dass der Aufwärtstrend weitergeht, was ja auch fundamental einigermaßen Sinn macht. Die nächste EZB-Intervention ist ja gleich für den 28. bzw. 29. Februar angekündigt. Und am 29. Februar, ich rechne mit einer Geldspritze in einer Größenordnung von 500 Milliarden bis 1 Billion Euro. Und man muss hier ganz klar sehen, dass die Notenbanken weltweit, die japanische Notenbank hat auch die Geldmenge erhöht, die chinesische Notenbank hat den Mindestreservesatz heute reduziert. Die Notenbanken weltweit schieben extrem. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, dass die Geldpolitik dermaßen expansiv war. Und darum haben wir im Live-Trading ganz klar wir gehen im Live-Trading davon aus, dass diese Rallye anhalten wird und sobald und solange wir keine ganz klaren Umkehrsignale haben, ist unsere Hauptspekulationsrichtung ganz klar long. Diese Markteinschätzung bildet ja quasi das Fundament, auf dem du jetzt handelst und auf dem du deine Entscheidungen fällst. Wir haben gerade einmal schon im Rundflug, nenne ich das mal, das Trading Desk gesehen. Wie nutzt du das denn jetzt als aktiver, professioneller Trader, der jetzt seine Markteinschätzung fundamental begründet hat, um jetzt rein praktisch ja, gute Trading-Ideen zu finden, um gute Trades vorzubereiten? Genau, dann gehe ich mal zurück auf das Trading Desk. Und jetzt kommt im Endeffekt unsere Philosophie zum Tragen. Wir handeln die Signale, die gerade gut funktionieren. Zwei Dinge haben wir vorher gesehen. Wir haben gesehen, dass die Swing-Trading-Strategien von Mark Riverland und auch Jeff Cooper gerade sehr hohe Trefferquoten haben. Was mache ich also? Ich richte mir auf meinem Finanzen.net Trading Desk den Riverland Swing-Trading Long und den Jeff Cooper 1-2-3-4er Long schon einmal als meine Handelssignale ein, die ich den ganzen Tag im Auge behalten will. Dann haben wir eine bullische Markteinschätzung. Das bedeutet, dass ich bevorzugt Momentum- und Trendfolgestrategien handle. Ich richte mir daher auch noch einige Momentum-Screenings auf meinem Trading-Desk ein. Ich wähle hier die Momentum-Impuls-Formation, dazu noch den Momentum-Screener 2. Und ich möchte natürlich immer im Blick haben, welche Aktien gerade auf ein neues 52-Wochen-Hoch ausbrechen. So, jetzt, wo haben wir die neuen 52-Wochen-Hochs? Hier bekomme ich alle Listen angezeigt, die unmittelbar vor einem 52-Wochen-Hoch stehen. Und jetzt hole ich mir noch das Handelssignal. Jetzt, wo haben wir es?
Martin, hilf mir ganz kurz. Wo haben wir unser neues 52-Wochen-Hoch jetzt eingeordnet? Und das Gens, der letzte Punkt. Und dann Ah, dort hier ist auch es das jetzt letzte sind alle Aktien, die heute, genau. das müssten eine ganze Menge sein. Genau. Und mit dieser Anordnung habe ich meine Momentummuster, ich habe meine Aktien, die auf neue Hochs gehen, und ich habe die Momentum-Impulsformation. Und ich klicke jetzt einfach mal einige Charts durch, dass man die Philosophie hinter diesen Screenings erkennt. Der Momentum-Impuls zeigt mir zum Beispiel alle Aktien, die das ganz klassische Kursmuster aufweisen von Trendschub, Konsolidierung und neuem Trendschub. Ich klicke hier zum Beispiel mal auf die Centrotherm AG und hier kann man das perfekt nachvollziehen. Der Momentum-Impuls zeigt mir Aktien, die stark gestiegen sind, die konsolidieren und ich muss nichts anderes machen. Ich muss einfach abwarten, bis die Aktien innerhalb ihrer Konsolidierung wieder ein Momentum, einen Aufwärtsdrang entwickeln. Und weil ich weiß, dass dieses Muster generell gerade eine hohe Trefferquote hat, bietet es sich an, natürlich auch danach zu handeln. Das Spezialthema von heute ist ja Swing Trading. Was ist Swing Trading? Was versteht man darunter eigentlich genau? Für Swing Trading selbst gibt es viele unterschiedliche Definitionen. Mit dem Wort Swing beschreibt man zunächst einmal die Tatsache, dass ein Markt niemals linear in eine Richtung läuft, sondern jeder Trend auch von Gegentrendbewegungen unterbrochen wird. Es gibt in jedem Trend regelmäßige Kursschwankungen, das ist ja bekannt. Was den Swing Trader allerdings vom Breakout Trader oder Trendfolge Trader unterscheidet, ist, dass der Swing Trader nicht auf neuen Hochs kauft, sondern innerhalb einer Gegentrendbewegung. Also wenn die Aktie von ihrem ersten Hoch bereits wieder zurückgekommen ist. Ich zeige mal am besten dazu auch ein Swing Trading Chartbild, damit sich jeder gleich vorstellen kann, was ich meine. So, hier haben wir den Riverland Swing Trading Long und ich klicke hier zum Beispiel mal die Aktie von Wacker Chemie an. Und jetzt sieht man genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir haben einen starken Trend. Der Trendfolgetrader würde irgendwann kaufen, wenn ein neues Hoch markiert wird. Also zum Beispiel hier. Der Swing-Trader wartet allerdings die erste Gegentrendbewegung ab, bis die Aktie zurückgekommen ist und steigt erst dann wieder ein, wenn sich der Aufwärtstrend fortsetzt. Das heißt, Swing Trading selber ist eigentlich eine Herangehensweise an den Markt, um Trading-Ideen zu finden. Und wir haben eine große Zahl an Signalen, die diesem Muster entsprechen. Heute wollen wir mal über Mark Revalent, über das Signal nach Mark Revalent sprechen. Mark Revalent hat das in einem Buch formuliert und genau definiert. Wir sprechen heute über dieses Signal, weil es halt unter unseren Top-Signalen ganz an oberster Stelle steht mit über 80%. Grundsätzlich sei gesagt, dass die Software eine Vielzahl von solchen Signalen wie Revalent und ähnlichen Signalen umsetzt und sich dabei stets genau an die Vorgaben der Autoren hält. Das heißt, die Grundidee unserer Software, der Finanznet Chartanalyse Software, ist zu sagen, ja, es gibt diese tollen Philosophien, es gibt diese tollen Signale, die von irgendwelchen Tradern definiert sind. Nur, wie handle ich konkret danach? Das heißt, wie kann ich jetzt so etwas auf den deutschen Aktienmarkt anwenden? Und genau da kommt dann unsere Software ins Spiel. Wir haben uns in Anführungszeichen die Mühe gemacht, eine Software zu entwickeln, die genau diese Signale nach den Originalvorgaben auswertet. Mark Revalent, wie gesagt, als Beispiel für ein Signal. Wir haben Signale von den Turtles drin. Das ist ein sehr bekanntes Experiment, das Turtle Trading von Nicholas Davers, von Jeff Cooper. Wir haben, wie gerade gesehen, Trendlinien, Widerstandslinien und so weiter, die ganz neutral vom Computer wirklich ermittelt werden und verfolgt werden. Das heißt, dort hat kein Chartanalyst eine Vielleichtlinie oder eines könnte sein Linie hineingemalt, sondern das ist alles genau berechnet und dann überwacht. Also, was versteht man denn jetzt an dieser Stelle genau unter dem Swing Trading Signal von Mark Revalent? Wie funktioniert das genau? Ja, Mark Riverland ist ein ganz bekannter US-Trader, der über Swing Trading ein Buch geschrieben hat. Und seine Definition macht in meinen Augen auch sehr viel Sinn. Und ich würde im Endeffekt sagen, so wie Mark Riverland Swing Trading definiert hat, so sollte man Swing Trading auch betreiben.
Ich habe hier einen kleinen Chart vorbereitet. Man sieht einen Aktientrend, der von links oben kommt und nach rechts unten läuft, also ein ganz klarer Abwärtstrend. Hier im Chart ist der Tag 1 markiert. Am Tag 1 wurde ein Swing Low markiert. Und Mark Rivelen sagt jetzt, bevor er einsteigt, wartet er eine dreitägige Gegentrendbewegung ab. Mit 3 Tagen meint er, dass mindestens 3 Aufwärtstage, also der primäre Trend ist abwärts gerichtet, und es müssen jetzt mindestens 3 Tage auftreten, die aufwärts gerichtet sind. Schauen wir uns mal im Chart an, wie sich das entwickelt hat. Am zweiten Tag haben wir den ersten Aufwärtstag. Am dritten Tag haben wir den zweiten Aufwärtstag und am vierten Tag haben wir den dritten Aufwärtstag. Wenn dieser dritte Aufwärtstag vorliegt, dann platziert Mark Rivelen eine Stop-Sell-Order. Stop-Sell, weil wir ja auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends spekulieren. Die Stop-Sell-Order wird unter dem Tagestief von Tag 4 platziert. Was macht die Aktie am Tag 5 oder was macht der Markt an Tag 5? Er steigt weiter. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn die Bedingung, dass mindestens 3 Gegentrendtage aufgetreten sein müssen, ist weiterhin erfüllt. Also wird die Stop-Sell-Order, um in den Short Trade reinzukommen, unter dem Tagestief von Tag 5 platziert. Und am sechsten Tag dann wird der Short Trade ausgelöst. Und wie es auch sein sollte, ist hier dann der fallende Kursverlauf einskizziert. Das ist im Endeffekt die Hauptregel von Mark Rivelen. Wir haben einen klaren Trend, wir warten die Gegentrendbewegung ab. Die Gegentrendbewegung umfasst dabei mindestens 3 Tage und dann lassen wir uns einstoppen in den Short Trade. Es gibt noch eine kleine Ausnahme, die auch sinnvoll ist oder die man auch berücksichtigen sollte. Wir haben das gleiche Beispiel nochmal. Die Aktie hat einen klaren Abwärtstrend. Am Tag 1 wird ein Swing Low gebildet. Dann kommt es an Tag 2 zum ersten Aufwärtstag. An Tag 3 kommt es zum zweiten Aufwärtstag. Und am Tag 4 haben wir nochmal einen abwärts gerichteten Tag. Dieser Tag wird aber ignoriert, solange das Swing Low von Tag 1 nicht unterschritten wurde. Das heißt, wenn wir jetzt am vierten Tag unter das Tief von Tag 1 fallen würden, dann wäre das Swing Trading Muster vorbei. Solange dieser Abwärtstag aber über dem Swing Low Tief von Tag 1 verläuft, so lange kann man mit der Zählung ganz normal weitermachen. Und am fünften Tag haben wir dann den dritten aufwärts gerichteten Tag, der im Endeffekt die Gegentrendbewegung dann komplettiert. Das heißt, wir können am sechsten Tag unter dem Tief von Tag 5 eine Stop-Sell-Order platzieren. Und am sechsten Tag wurde dann die Short-Position eröffnet und der Markt ist weiter gefallen. Das Grundmuster des Swing Tradings kann man da, glaube ich, sehr gut erkennen. Und man sieht auch, wie kompliziert teilweise solche Signale sein können von Mark Rivelen. Wie gesagt, dieses ist alles eins zu eins in der Software umgesetzt. Das Signal von Mark Rivelen, das Trading Desk und die anderen Oberflächen sind alle Bestandteile der FinanzenNet Chart Analyse Software, so wie Sie sie jetzt gerade sehen. Das Live Trading, sprich die mehrfach verwendeten, die mehrfach geschriebenen Berichte und Mitteilungen unserer Trader und Redakteure, das ist dann das zweite Angebot für 49 Euro. Das ergänzt dann die FinanzenNet Chart Analyse Software um halt den Bereich Live Trading. Aus deiner Sicht eines Profi-Traders, Simon, warum sollten denn jetzt Anleger die FinanzNet Chart Analyse Software nutzen? Was ist der Vorteil? Wir haben jetzt gehört Trefferquoten, wir haben jetzt gehört diese computergestützte Programmierung. Das erspart doch bestimmt sicherlich dir viel, viel Zeit in der Vorbereitung und dem Finden von guten Trade-Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall, Martin. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ohne die Software ist systematisches Handeln überhaupt nicht möglich. Ich frage jetzt einfach mal an den Chat, wer weiß ohne die Software, welche Chartsignale gerade gut funktionieren? Oder wer weiß ohne die Software,
welche Aktie jetzt heute ein Microvalence Swing Trading Long Signal ausgebildet hat. Im Endeffekt, wer systematisch handeln möchte, der braucht eine Software, die den ganzen Markt in Echtzeit screent. Der braucht eine Software, wo er sagen kann, ich möchte heute Microvalence Long oder ich möchte heute diese Swing Trading Strategie handeln. Und dann kann ich einfach in die Software gehen, kann die Chartsignale öffnen und bekomme dann in Echtzeit alle Swing Trading Long Signale angezeigt. Also wer systematisch handeln möchte, der kommt an dieser Software im Endeffekt gar nicht vorbei. Genau, nochmal zur Einordnung über die Funktionsfähigkeit der Software. Alle diese Signale und Muster werden auf Tagescandles berechnet und der Trading-Ansatz auch im Live-Trading bezieht sich auf mehrere Tage bis Wochen. Es ist also weniger eine Software für Daytrader im Sinne von, ich will um 10 Uhr etwas kaufen und um 12 Uhr verkaufen. Natürlich kann ich ein Signal, was unsere Software in Echtzeit im Laufe des Handelstages berechnet, auch auf den Zeithorizont anwenden. Aber zumindest für das Live-Trading kann man sagen, dass der Zeitansatz und der Trading-Horizont dann Tage bis Wochen geht. Da geht es, glaube ich, so nach dem Muster, funktionieren die Trades, die wir im Musterdepot eröffnen, erfolgen danach zum Beispiel bei Long-Trades steigende Kurse. Dann gibt das natürlich Spielraum für weitere Trades und man kann weitere Positionen eingehen und dann kann natürlich eine Position auch mal etwas länger im Depot bleiben. Dagegen, wenn die eigene Spekulation nicht aufgeht und die Positionen ins Minus wandern, ich glaube, da bist du dann ziemlich rigoros, Simon, und schmeißt dann diesen Wert sicherlich auch sofort aus dem Musterdepot. Ja, auf jeden Fall. Verliereraktien haben bei uns im Depot nichts verloren. Im Endeffekt, wir geben jedem Trade einen Spielraum von maximal 5-7%. Und wenn eine Aktie nach unserem Kauf, also wir kaufen wir nach einem Signal, weil wir glauben, dass dieses Signal gerade gut funktioniert. Wenn eine Aktie dann 5% verliert, haben wir irgendwas falsch gemacht. Dann müssen wir uns diesen Fehler einfach eingestehen und den Trade wieder liquidieren. Und das ist auch gar nichts Schlimmes. Im Endeffekt, Verluste gehören beim Trading genauso hinzu wie Gewinne. Wichtig ist, dass wir schaffen, dass wir Gewinne laufen lassen und dadurch auch einige Trades mit plus 20, plus 30% ins Ziel bringen und dass wir eine Trefferquote haben, die leicht über 50% ist. Und wenn man das kombiniert mit rigoroser oder mit konsequenter Verlustbegrenzung und mit Gewinne laufen lassen, dann steht man langfristig im Endeffekt auf der Gewinnerseite. Und das haben wir in den letzten 1,5 Jahren ja auch, wo wir quasi auch in der Crash-Phase 2011 sehr gut abgeschnitten haben wir eigentlich eindrucksvoll bewiesen. Es wird im Chat häufig gefragt danach, wie man denn dieses Musterdepot traden kann, beziehungsweise was wir selber traden. Es ist also die Frage nach dem Finanzprodukt. Das Musterdepot selber wird wirklich mit der Aktie geführt. Das heißt, wir listen die Aktie auf, wir listen auf, wann diese gekauft und verkauft wird. Man kann auch die komplette Historie des Musterdepots sich anzeigen lassen. Und die Umsetzung kann erfolgen über CFDs, die Umsetzung könnte erfolgen über Zertifikate oder Optionsscheine. Dem ist eigentlich keine Grenze gesetzt und das liegt auch an der eigenen Risikobereitschaft, zum Beispiel mit welchem Hebel man dort herangehen möchte. Wir haben in unserer Werbung für das Finanznet Chart Analyse Musterdepot geschrieben, dass es ein CFD-Depot ist, weil wir uns auf die Werte konzentrieren, die auch bei den gängigen CFD-Brokern mit Hilfe von CFDs umsetzbar sind. Also es sind keine, ich sag mal, zu exotischen Aktien, auf die man überhaupt gar keine Finanzprodukte findet und die man dann quasi gar nicht umsetzen könnte. Du hattest gerade deine fundamentale Marktanschätzung gezeigt am DAX-Chart und da kam natürlich sofort die Frage, wie weit kann das denn gehen? Du bist ja nun davon überzeugt, sage ich mal, dass es ein Bullenmarkt ist, dass man diesen Bullenmarkt nicht in Frage stellen soll, hast du uns auch quasi erläutert, aber wie weit kann es denn gehen? Also im Endeffekt bei jetzt meiner persönlichen Kalkulation habe ich ein zeitliches Ziel, bis wann ich relativ bullisch bin und das ist auf jeden Fall einmal bis zum 29. Februar, dass der Markt jetzt stark fällt, bevor die EZB am 29. Februar die nächste Geldinfusion von fast 1 Billion Euro vergeben wird, glaube ich persönlich nicht. Das heißt, wir sind auf jeden Fall jetzt mal 2 Wochen sehr, sehr aggressiv long eingestellt. Vom Kursniveau im DAX glaube ich, dass 7.300 Punkte ein sehr gutes Zielniveau sind. Und zwar aus folgendem Grund.
Ich öffne nochmal den Chart, wobei man das jetzt da drauf nicht sieht. Aber ich gehe mal hier in die Software rein. Moment. Mach hier den Marktüberblick auf und mach mal den DAX-Chart hier auf. Okay, jetzt mache ich den langfristigen Chart, 24 Monate. Okay. Man sieht, dass der DAX, bevor die Schuldenkrise 2011 eskalierte, das war ungefähr im Juli, August, notierte der DAX im Endeffekt zwischen 7.300 und 7.500 Punkten. Dann kam die ganze Problematik um Griechenland, Portugal, das ist bekannt, der Markt ist eingebrochen. Warum ist der Markt eingebrochen? Weil die Börsianer Angst hatten, dass aus der Schuldenkrise eine reale Wirtschaftskrise wird. Ähnlich wie im Fall Lehman Brothers 2008. Diese Befürchtungen, dass die Konjunktur Anfang 2012 stark einbricht, hat den DAX im Endeffekt nach unten geprügelt. Aber Überraschung, was sehen wir im Januar 2012? Die deutsche Industrie hat extrem, extrem gute Zahlen gemeldet. Ich glaube sogar Daimler, BMW als auch Volkswagen haben sogar Produktionszahlen auf absolutem Rekordniveau gemeldet. Das heißt, die Befürchtungen der Marktteilnehmer, dass es zu einer schweren Rezession kommt, wurde nicht bestätigt. Und was wäre jetzt daraus die logische Konsequenz? Für mich ist die logische Konsequenz ganz klar, dass der DAX wieder dorthin steigt, wo er vor der Eskalation der Schuldenkrise stand, und zwar auf 7.300 Punkte. Und das wäre mal ein Niveau, wo ich sagen würde, okay, jetzt müssen wir alles in Ruhe angucken, jetzt müssen wir nachdenken, hier müssen wir unser Depot gut absichern und eventuell schon ein Hedge als Short oder eine Short-Position als Depot-Hedge noch mit einbauen. Ja, vielen Dank soweit. Ich würde dich bitten, mir wieder den Monitor freizugeben. Das Webinar, das wir jetzt heute durchgeführt haben, werden wir in Zukunft regelmäßig auf finanzen.net auch anbieten. Wir werden dann auf verschiedene Themen eingehen. Wir werden immer ein Spezialthema haben und grundsätzlich zeigen, wie man mit der finanzen.net Chartanalyse-Software arbeiten kann. Martin, Moment kurz. Ich sehe hier gerade eine interessante Frage. Der Nutzer Christian Achatz, ich hoffe, das spricht man so, meint, ist hier alles gut und schön, aber einen normalen Job kann man dabei ja nicht mehr haben. Und ich denke, das ist genau das Argument, wofür man ja als Berufstätiger die Chartanalyse-Software braucht vom Finanzen.net. Wenn Sie jeden der 500 Charts am deutschen Aktienmarkt manuell durchgehen müssten, dann hätten Sie beim normalen Chart überhaupt keine Chance, das irgendwie zu machen. Aber über die Software können Sie einfach sehen, Swing Trading Long funktioniert gerade gut. Ich schaue mir einfach an, welche Aktien heute vor einem Swing Trading Signal stehen, platziere dann meinetwegen um 15 Uhr die Order und die wird irgendwann um 16 Uhr ausgeführt. Und darum selbst oder insbesondere für berufstätige Anleger ist die Software im Endeffekt eine Chance, systematisch zu handeln, was ohne die Software gar nicht möglich wäre. Genau, hier vielleicht auch nochmal zur Erinnerung, das, was ich gezeigt habe bei den Handelssignalen unter dem Stichpunkt Kandidat. Wir haben halt in der Software auch Listen mit den Kandidaten, das heißt Aktien, die vor einem Signal stehen und wo man sich, bevor dieses Signal eintritt, positionieren kann. Das Signal muss natürlich nicht eintreten, das kann keiner in dem Sinne vorhersagen. Aber ich kann sagen, ich bin zum Beispiel für eine Aktie gut gestimmt. Ich sehe, das gibt dort eine Widerstandslinie und an dieser Widerstandslinie versucht sich der Kurs gerade. Und dann bekomme ich von der Software wirklich genau angezeigt, wo liegt diese Marke gerade, kann eine Trade für den nächsten Tag vorbereiten und dann gucken, ob dieses ausgelöst wurde oder nicht. Ich habe jetzt nochmal auf die entsprechende Seite von finanzen.net gelinkt. Sie sehen auf der linken Seite die Chartanalyse in Realtime. Das bezieht sich auf alle Oberflächen, insbesondere das Trading Desk, alle Auswertungen, alle Trefferquoten, alle Chronologien. Dieses Angebot erhalten Sie für 29 Euro im Monat direkt hier über finanzen.net. Und auf der rechten Seite das Angebot für 49 Euro. Dort ist die Software im kompletten Umfang enthalten und zusätzlich das Live-Trading, das heißt die Meldungen und Einschätzungen von Herrn Bettschinger und seinen Kollegen, die mehrfach täglich dort veröffentlicht werden, wo das Musterdepot geführt wird und wie gezeigt wird, zu welchen Marktphasen man welches Signal handeln sollte. Alles über diese Seite finanzen.net unter Kategorie Chartanalyse
abrufbar und bestellbar. Wie gesagt, diese Webinare werden wir in regelmäßigen Abständen hier auf finanzen.net wiederholen. Wir werden diese Termine dann bekannt geben und die Webinare bleiben weiterhin kostenlos für Sie zum Teilnehmen. Für heute war es das. Wie gesagt, wir haben dieses Webinar aufgenommen und werden es dann morgen zum nochmaligen Ansehen dann auf der Website bereitstellen. Ich wünsche einen schönen Feierabend, Happy Trading und bis zum nächsten Mal.